Weltgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, ich wollte euch mal noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Auch aus gegebenen Anlass und im letzten Video von wegen keine Stromrichtung, Grüße gehen raus. Ich habe da mit jemandem ein bisschen hin und her geschrieben. Sorry, dass ich jetzt seinen Namen, ich suche den jetzt auch nicht raus. Tut mir wirklich leid, aber gibt Wichtigeres, ne, zu tun. Gut, aber war cool, dass du geschrieben hast. Da ist mir klar geworden, dass, also im Nachhinein sind natürlich viele Videos auf meinem Kanal, ich sag's mal, ein Fehler oder etc. Und es geht mir aber auch darum, den Weg zu zeigen, ne, oder den Weg halt wenigstens ein bisschen, ne, das ist natürlich auch nur ein Affenschiss, aber es ist besser wie nicht, ne. Und ja, erstmal das mit der Richtung, das gehen wir nochmal an. Aber mir war noch was wichtiger vorher eben, was jetzt gerade die Runde macht. Ich weiß nicht, wenn das Video hier andenke. Auf jeden Fall wollte ich euch da mal ein bisschen auf eine kleine Reise mitnehmen, ne? Euch das mal so ganz minimal anreißen, wie das so ein bisschen auch zustande gekommen ist, ne? Also ich habe jetzt mal auf meinen Kanal zurückgescrollt die Videos. Ja, moin, 100% Likes. Als ob. Bei 500 Aufrufen. Na gut, egal. Und zwar haben wir hier am 9.01.2023 dieses Nullpunkt-Video. Ich würde sagen, wir hören uns das jetzt mal kurz an und dann sage ich mal noch was dazu. Ich habe hier mal einen kleinen Aufbau gemacht. Ja, so richtig kann ich das euch auch noch nicht erklären oder beschreiben, was weiß ich. Dazu muss ich selber mal noch ein paar Messungen und so machen. Das ist wirklich... Ne, also, dass ihr hier mal... Mir war das damals... Also, uns war es klar, dass wir das noch nicht so richtig verstanden haben. Sag ich jetzt einfach mal, da keine Ahnung, waren also die ersten Spielereien, ne, mit vor allen Dingen Nullpunkt. Ich denke, nach dem Video, ihr habt es jetzt bestimmt schon gesehen, ergibt sich dann eben auch, was ich mit dem Nullpunkt damals gemeint habe. Ich war mir aber da eben nicht sicher, ne? Gut, mit der Stromrichtung scheinbar habe ich da einen Fehler gemacht. Das müssen wir aber noch ausklamüsern. Was aber dann auch zu einer neuen Erkenntnis geführt hat, dass es nämlich zwei Stromrichtungen gibt. Aber das muss man noch selber, ne? Ich bin jetzt erstmal hier dran. Also was ich euch damit sagen will, ist, diese Geschichte, dieses Nullpunkt, ihr seht es ja auch am Titel, dass ich damals nicht... Ich wusste ja auch nicht, was los ist. Ne? Es ist dann ziemlich schnell klar geworden, das, was ihr eben gestern im Video oder vorher, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ne? Dieses 100 Jahre Induktion falsch verstanden. Das war mir zu dem Punkt in diesem Video nicht bewusst. Ne? Also ich habe es ja auch gesagt, wir müssen hier noch messen, gucken, blablabla und hin und her. Und das, ihr seht es ja, das war Anfang letzten Jahres. Steht das jetzt hier? Ja, vor einem Jahr. Naja, habt ihr ja vorhin gesehen, ne? Im Januar. Und kurz nach dem Video, also ne, wir hatten ja hier ein bisschen Kalenderlüge und... Naja, das ist egal. Auf jeden Fall kam ja dann das Transformation... Was dran? Oh Gott. Wartet mal, das muss ich jetzt mal zusammenkriegen hier. Was? Transformationstransformator transferiert die transformen Energien. Das ist quasi dann der nächste Schritt, sag ich mal, gewesen. Also, was ist der nächste Schritt? Das hat sich irgendwie so ergeben. Fragt mich auch nicht, aber... Vielleicht versteht ihr jetzt Transformator und unten drunter ein Video mit Nullpunkt. Schön, ne? Also es ist gut, dass die Videos, dass ich die damals gemacht habe, ne? Dass ihr das halt auch mal seht. Aber damals habe ich das... wartet mal, es geht ja noch weiter, ne? Da haben wir hier ein bisschen E-Auto und dann ging es schon los. Ihr erste Messfehler, Joule Tief. Das war dann natürlich schon Erkenntnis, sage ich mal, auf den Krempel. Also diese, zum Beispiel diese Ladungsschwingung, Potenzialschwingung, das ist im Grunde genommen auch schon das hier, aber noch ein bisschen mehr, kombiniert noch, ne? Und damals, deswegen mache ich das jetzt, dann will ich es euch mal zeigen. Ich habe dann, ja, keine Ahnung, also irgendwo hier zwischen den Videos oder blablabla, habe ich mit dem Micha zusammen
Ja, wir haben da vielen lieben Dank nochmal, mein Guter, ne? Wir haben da Wochen geopfert, oder naja, geopfert, investiert, sage ich mal, nicht geopfert, investiert, um eben das auch zu verstehen. So, wenn ihr jetzt das Video gesehen habt, dass eben das Induktionsgesetz schon mal falsch erklärt worden hat oder falsch verstanden wurde, dann ist es natürlich schwierig, die Sachen überhaupt grundlegend zu verstehen. Und deswegen habe ich das damals, das will ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe das damals 0 Volt Induktion genannt hier, ne? Und ihr seht, das ist vor der Schwingstufe, ne? Also die Schwingstufe, die kommt ja dann, also die in Wirklichkeit ist die hier mit drinne, ne? So ein bisschen die Schwingstufe. Ich weiß nicht, ich meine, dann da kam dann erstmal lange Zeit nichts, aber wir bleiben jetzt erstmal noch hier, dass quasi diese 0 Volt Induktion, ich war mir halt auch nicht sicher, Leute, ne? Dann habe ich halt entschieden, erstmal die Schwingstufe zu machen. Hier seht ihr es halt nochmal. Das hatte ich euch ja auch schon mehrfach gesagt, weil ich das erstmal für wichtiger empfand. Jetzt ist mir klar geworden, dass es wichtiger ist, zu begreifen, die Schritte und alles und hin und her, ne? Dass es halt klar ist, sag ich mal. So, dann hat man halt hier Messfehler. Dann hatte ich die Schaltung von Bau dir Energie, wo die Batterie geladen hat. Dann ein Joule, wo die Batterie geladen hat und blablabla. Dann, ja, haben wir so ein bisschen drüber gequatscht, sage ich mal, ne? Und ja gut, dann ging es wieder mal, wie soll, Zunge gebissen noch. Dann war, also die Zeit, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt, ich sag mal jetzt bei der Kalenderlüge. Okay, ist auch Ende des Monats dann. Also ne, wir haben dann, naja, den bis Mitte des Monats hier rumgetüdelt. Und dann war erstmal Overload, kann er mich ja auch bestätigen. Also wir zwei waren ausgebrannt, ja. Richtig ausgebrannt hier oben, ne? Nicht jetzt hier die Muskeln oder so, aber hier oben, Alter, frage nicht, ne? Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank, Micha, dass wir zusammen unsere Gehirne gefickt haben. Prost. Und dann haben wir halt erstmal ein bisschen Pause gemacht, ne, also mal abschalten. Und dann kam das halt auch mit dem Wollen hier und so. Ist auch interessant, haben wir auch. Hat auch keiner entschlüsselt. Seit, weiß ich nicht, wie viel Jahrhunderten oder was weiß ich, haben wir auch das erste Wort entschlüsselt. Ne? Also mal so ein kleiner, eine kleine Pause mal, ne? Aber gar nicht mal so lange. Dann ging es halt drum. Das, ach übrigens, hier, warte mal, das müsst ihr auch noch mal zeigen, hier von Kade, der Elektrophor, ne? War weiter hinten. Also, ne? Wo wir über den Elektrophor gequatscht hatten, war das schon, ne? Aber ich konnte es noch nicht. Ich hatte mir die Formeln eben noch nicht angeguckt. Ich habe es alles noch nicht so richtig verstanden. Wo ich mir dann die Formeln angeguckt habe, oh, bist du ein Spasti, Alter, was sind wir alles für Spastis? Wir haben das alles falsch verstanden, ne? Gut. Und dann ging es darum, also. Hier hat man das noch nicht kapiert. Ne? Wir hatten nur gewisse Effekte, bla, Messfehler hin und her. Ne? Und dann hat Micha halt auch mal angefangen, ja, die Elektrik besser zu verstehen. Ne? Hier Spektrumanalyzer, Hashtag Audio klärt. Also vor 10 Jahren haben wir es mit, habe ich immer versucht, von Viktor Schauberger, das zu begreifen, sage ich mal. Ich habe zum Nico damals, Grüße gehen raus in Menschenatur, wo ich damals losgefahren bin, glaube ich, weiß ich noch, oder wo wir geredet haben, auf jeden Fall den Satz weiß ich noch. Da habe ich zu dir gesagt, wenn ich das begreife, wie mit Wasser und Strom, dann haben wir die Verbindung und dann klappt's. Mittlerweile wissen wir, also ich und der Micha auf jeden Fall, dass das ein Fehler war. Ne? Oder, ja, kann man so sagen. Weil eben die Erklärung vom Wasser bis zum Teil nur. Das müssten wir aber auch extra nochmal ein Video machen. Ne? Auf jeden Fall war das damals so. Und der Micha hat mir aber mit diesen also naja, hier hat er Furnierreihe erklärt, ein Spektrumanalyzer, ne, jetzt in dem Video. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, es a visuell ein bisschen zu sehen und vor allen Dingen zu hören. Ha, das war natürlich so. Und da war eine Verbindung da, die jetzt nicht, ich nenne das jetzt wirklich mal irreal ist, wie zu Wasser,
sondern zu Audio. Das können wir hören, ne? Das können wir uns auf dem Monitor anzeigen lassen. Also im Spektrum, blablabla. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist immer, wisst ihr, es ist mehr. Wie haben die in dem alten Buch geschrieben, irgendwie, dass das eine nicht erklär- oder eine nicht nachvollziehbare Sache ist, weil du es ja nicht, ne, können wir ja Strom, können wir jetzt nicht hier in der Hand tun und erklären hier, ne, geht ja nicht. So, aber mit dem Audio ist halt so, ich nenne es mal eine Brücke, ne, es ist, ja, es ist eine Brücke, Leute, ganz einfach, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne, und das hat mir mega geholfen, ne, da kommt, glaube ich, auch noch ein paar andere Videos. Dann hat, das war auch cool, Grüße gehen raus an Atze. Atze hat zu der Zeit, war da auch immer mit am Start, musste aber natürlich arbeiten gehen und hat, ja, abends, der hatte dann auch das, das war Atze, glaube ich, der Erste da? Oh, das will ich jetzt gar nicht mehr. Oh, Atze nimmt es mir nicht übel, ne? Also, ich glaube, es kann sogar sein, dass Atze der Erste war, der das Zultief nachgebaut hatte, die Action vor Freewicklung, weißt du? Das hieß ja damals noch gar nicht so, ne? Und ja, ich glaube, und der hat dann auch hier mit ZVS rumgespielt, weil. Ja, ich denke, also du hast ein bisschen animiert, ne? Hier mit Wicklung und rechts und links und weißt du selber, ne? Und das war mega krass, was Atze dann mit der ZVS gezeigt hat. Das kann ich jedem auch nur empfehlen. Ja, dann haben wir Reupload. Dann habe ich hier, das ist so Hashtag Urlaub, ne? Habe ich mit Micha, haben wir ja mal ein bisschen was gemacht, sag ich mal. Dann hatte ich hier zwischendurch wieder, na, das war der Moment. Ah, Leute, das weiß ich auch noch. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, oder? Wartet mal. Nee, das kann. Das hab ich mir. Da geht es um die positive und negative Induktion, habe ich das damals genannt. Ne? Also, ich habe es ja gar nicht benannt, ihr seht es ja, weil ich mir halt auch noch nicht so klar drüber war. Aber es ist halt schon möglich. Also, wie soll man. Da gehen wir jetzt nicht näher rein. Wer kapiert, wie es Juli funktioniert, der. Weißt du, was ich in dem Video gezeigt habe, sage ich einfach mal. Weißt du, dass du bei dem Chuldiv, da ist bei der Erklärung, die ist natürlich, also Wikipedia, die ist auf jeden Fall falsch. Es gibt aber viele Erklärungen im Internet, die richtig sind beim Chuldiv, ne? Also ich habe bestimmt locker vier, fünf gefunden und da dachte ich mir, na gut, da brauchst du kein Video machen, wenn es die Erklärungen eben gibt, richtig. Da ist aber eben ein Punkt dabei, ne, wenn man jetzt sagt, ja, alle haben beim Transformator immer gedacht, du musst da Spannung drauf geben. Genauso. Ist so ähnlich ist das mit der 0-Volt-Induktion, positiven oder negativen Induktion. Ich habe es, glaube ich, damals negativ oder. Also, du kannst es halt machen, wie du lustig bist, positiv oder negativ. Und das ist im Endeffekt jetzt, wisst ihr, mit den Stromrichtungen. Am Ende habe ich ja damals war ein bisschen schon gewusst oder. Es ist schwierig, Digga. Du musst es ja auch alles erstmal irgendwie dann auch zusammenkriegen, ne? Gut. Dann ging es weiter, nochmal ZVS, der Atze, 15 Minuten. Das war auch crazy, hier 100% Likes, ne? Also, das war, da hat Atze schon, das ist so die Richtung, sage ich mal, Enki, für diejenigen, die den noch kennen. Da ist er leider durchgedreht oder irgendwas. Ich weiß nicht. Hat er jemand Infos, was mit dem passiert ist? Dann haben sie weggefahren. Gut, dann Oktaven und Frequenzen. Das war sehr wichtig auf jeden Fall. Ne? Das war mega wichtig. Für mich, das kann für jeden was anderes sein, ne? Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Zieht euch mal, ich habe eine Playlist gemacht. Ah, ich drücke da jetzt nicht drauf, dann bin ich wieder hier weg. Es gibt eine Playlist auf meinem Kanal, die hieß, glaube ich, Audio klärt, ne? Oder Micha, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da sind die ganzen Videos mit Audioerklärung, bliblablub. Und vielleicht habt ihr auch links, macht bei euch auch Klick, ne? Spielt ja keine Rolle, jetzt haben wir es ja mit der Formel, ne? Aber damals war, für mich war es halt ein cool und einfach und geil, ne? Danke nochmal, Micha. Gut, dann haben wir ja wieder so ein Okay-Video, oder, ne? Wir sind mit dem Radl da, kommt da auch nochmal. Das sind halt, ah, weißt du, Messfehler. Aber wir konnten es halt nicht, wir haben es nicht richtig verstanden, weißt du? Gut, dann hier Blindleistung. Das ist ja so ein Part, hier der Elektrik-Trick. Ja gut, ich denke, ich werde die Videos jetzt wieder doch erstmal wieder öffentlich machen, Leute. weil das ja jetzt, ich meine, ich spiele ja jetzt keine Rolle mehr, ne? Gut, dann könnt ihr euch den Elektrik-Trick nochmal angucken. Und das ist hier, ja, guckt hier, Februar 2023, ne? 140 Aufrufe nur oder 150, weil dieses Elektronik-Kompendium. Habe ich hier schon Glaskugel oder was, weißt du?
Weil es ist eben dort ein, falscher Term halt, weißt du? Und das ist halt auch der Elektrik-Trick. Bloß damals habe ich das nicht verstanden, Leute. Ne? Und beim Elektrik-Trick, da habe ich dann, kapiert, ne? Mein Gott, kann man ja, mag jeder, wie man es nur will, auf jeden Fall funktioniert das. Sagen wir es mal so, ne? Naja, dann haben wir was Dark Business, sagen wir, okay. Dann, wie gesagt, hier war wunderschön, das war vom Tekut Eli, Grüße an ihn raus an der Stelle. Nürnberger Flugblatt, ne? Tekut Eli macht ja so sprachlich und so, da haben wir da ein bisschen rumex überlegt und so, war mega spannend. Halt auch mal, man muss auch mal ein bisschen, ne? Wir mussten, also ich musste auf jeden Fall mal abschalten, Leute, weil irgendwie hast du nur noch Spulen und Kondensatoren im Kopf und etc. Dann hier haben wir wieder Messungen gemacht. Ne, hier. Ah, hier John Bedini, ja, okay. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig wie Upload. Hier ging es auch wieder los. Befreite Energie, nicht freie, echtes Joule-Tief, analoge Messung. Ne, weil die Leute gesagt haben, ja, mit analog messen funktioniert es nicht. Haben wir so analoge Messung, geht auch. Also, das waren so die Messungen und so. Jetzt gucken wir mal auf die nächste Seite. Ich weiß es auch nicht, wie es. Ah, ja, und dann. Schuldi fällt langsamer, obwohl mehr verbraucht. Das war natürlich auch ein wichtiger Dings, das zu begreifen, ne? Wie das funktioniert mit dem Rückpuls, sag ich mal. Da kommen aber ja noch Videos, ne? Das war halt hier, der Aufbau läuft ja noch, ne? Ich muss mal wieder Update machen. Der läuft ja noch. 110 Leute nur, ne? Das ist krass, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist ja krass. Ach du Scheiße, das habt ihr gar nicht gesehen, Leute. Da habt ihr das noch gar nicht. Da hat das kaum einer begriffen oder habt ihr das Video gar nicht gesehen? Also das muss doch unbedingt, ne? Ich meine, jetzt ist ja egal. Aber hier ist das mit dem Rückpuls. Der Anfang, also dass dieser Messfehler, ein Messgerätefehler ist und nicht ein Messfehler in dem Sinne. Ne? Dann war hier Aufschwinge, das habt ihr Aufschwinge-Modus, was dann wie dieses Nullpunkt-Video, ne? Wo es. Also damals hatte ich das, glaube ich, irgendwas war da, du konntest es halt auch noch aufschwingen, wo du dann sagst, du gehst mit 9 Volt rein, das läuft nicht, oder ich weiß es nicht mehr genau, und dann hast du da 50 mal ran oder was, da gibt es, ich weiß nicht mehr, welches Video das ist, irgendeins dieser Videos hier, wo ich da, wie so ein Kloppi da rum, und dann zack, geht das Ding an, weißt du, obwohl du trotzdem, hast ja nur die 9 Volt gehabt, ne, und vorher ging es ja nicht, und das sind halt so Messfehler und bla, ne, wo wir uns das halt auch damals auf jeden Fall noch nicht erklären konnten, richtig, ne, wir haben schon, ja, oder vielleicht die richtigen Ansätze gehabt, aber, ne, du brauchst halt auch die Formeln dazu, das muss ein bisschen Hand und Fuß haben, gut, ne, haben wir jetzt. So, dann, damals, wie gesagt, hieß noch echtes Juli, dann Looper und keine Ahnung, ne, also, hier haben wir dann viel rumgebaut noch, Micha hat auch, viele haben dann hier gebaut, dann hier können AA-Batterie leer werden, ne, wenn du nachher, du musst mal drüber nachdenken, das ist ja Wahnsinn, ne, also Wahnsinn, ja, jetzt nicht mehr, jetzt wissen wir ja, wie man es machen kann, ne, sag ich mal. So, Joule Thief, und dann ging es los hier, A4F-Wicklung, der Mischer hat die dann so benannt, ne, und genau, hier so, von Atze, genau, ach, hier ist ein Atze, genau, da war der Atze seine Version, leider auch bis 140 Leute angeguckt, ne, auch mega krass, Atze hat es da, also ich denke, der hat das da auch gehabt, gesehen, wie man das nennen mag, ne, auf jeden Fall, das war crazy, auf jeden, ne. So, dann halt Modus, bliblablub, hin und her, das ist jetzt so alles diese, da dann der, ne, ihr seht sie hier, Tekut Eli und VWB und wer da alles ist jetzt nachgebaut, also Roy noch, ne, Roy Kontosch soll auch erwähnt sein, Grüße gehen raus, bitte nehmt es nicht, ich mache nicht mit Absicht, dass ich jetzt irgendjemand vergessen habe, schreibt es in die Kommentare, dass ihr auch mit am Start wart oder so, keine Ahnung, ne. Tut mir leid, kriege ich nicht immer alles zusammen hier. Mir raucht so schon der Kopf, Leute. So, es ist aber jetzt besser geworden. Es hat sich alles ein bisschen, ne? Aber es sind halt neue Fragen aufgekommen. Ja, gut. Modus 7, ja, da haben wir dann viel rumgedüdelt. Blablabla. Wir machen jetzt mal weiter. Genau, dann ging es los hier. Eine der ersten Anwendungen, dieses Schuldi, Action for Free Schuldi, halt mit der anderen Entwicklung, blablabla. Könnt ihr euch ja mal angucken. Das läuft heute noch und ja, funktioniert, ne? So. Update, ja. Und dann, das war hier, warte mal, wann war denn das? Ja, nochmal einen Monat später war dann, wo Micha gesagt hatte,
Das bringt so nichts. Wir müssen das wissenschaftlich halt angehen. Die, ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann haben wir uns ein Experiment ausgedacht. Und ja, das ist eben hier A4-Wicklung, das Experiment, wo ihr schon mal klar seht, dass 30 Jahre lang da keiner drauf gekommen ist. Ne? Niemand. Krass. Also beim Julie jetzt nicht. Natürlich habt ihr wieder das Wissen, wussten alle schon. Und, ne? Das ist total krass. Aber hier seht ihr halt schon mal, dass diese 30 Jahre. Warum denn dann nun nicht bei der Induktion 100? Ne? Das hat mir dann auch geholfen zu sagen, ja, okay, wenn das noch nicht, dann ist vielleicht doch noch nicht alles bekannt und etc. Ne? Dann hier mal einen kleinen Stand, egal, dann hat Micha das mal noch schön erklärt. Dann haben wir hier der Fachmann vom Fach, warum die Welt so scheiße ist. Ist mir dann auch schon so ein bisschen, weißt du, da hat schon hier Schnauze schon voll, weil eben. Ich konnte ja nur gegen Windmühlen reden. Das war mein Fehler, Leute, weil ich eben nicht. Ja, ich hatte die Formel nicht. Zack, jetzt knall ich dir die Formel hin, sag, guck hin, mach den Platzen auf, Junge. Und dann reden wir weiter. Ne? Gut. So, das war dann so ein bisschen. Ah, ja, jetzt nochmal Update oder was? Und nochmal? Dubai-Licht? Muss ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich habe noch ein Video gemacht. Dann hier, dann April 23, da ging es dann schon los. Dieses Video hier mit den Magnetfeldern und Polungen und so verstehen, dass du das halt drehen kannst und so, das war auch sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir wieder einen kleinen Ausflug. Wechselstrom, so Ding, das ist auch nicht verkehrt, das Video. Noch einen kleinen Ausflug hier, Tool die Frame F wieder. Ah ne, Reupload, okay. Ja, okay, das war nicht Reupload. Genau, und dann geht es halt weiter mit der Mode Phantomspeisung, haben wir es da genannt, wie noch? Und Phantom, nee, ah. Phantomspannung und Phantomspeisung. Genau. Ne, weil das halt der Messfehler, wo ich euch gesagt habe, es ist mehr Verbrauch, obwohl es weniger ist. Ne? Das kriege ich immer noch nicht raus. Das ist Wahnsinn. Ne? Das musst du erstmal aus dem Kopf rauskriegen. Schuldiefmessung und Frage. Keine Ahnung, was ist da? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann der April halt hier den Schaltplan dann veröffentlicht. Von dem Action for Feed Schuldief. Dann hier, ja genau, weiter im Sinne des Erklären, des Verstehens. Dabei ist dann auch klar geworden, dass eben das Tool nicht richtig erklärt ist. Auf Wikipedia immer noch nicht. Es wird immer noch von gewissen Leuten die Falschinformation verbreitet und es wird dran festgehalten, obwohl ich mehrfach hier bewiesen habe und gezeigt habe auf YouTube. Und wie gesagt, es gibt halt Erklärungen im Internet, wie es eben richtig ist. Und da dreht sich überhaupt nichts. Wenn der Guru sagt, das ist so, dann glauben das alle. Ne? Naja, nicht alle. Alle sind nicht so blöde. Hier haben wir jetzt gleich. Ich rede gerade drüber. Kurioses Bedienvideo. Hier haben wir ein Elektronikvideo. Naja. Dann hier Brain, Zero Brain. Naja, uff. Also man kann dann halt mit dem, ne, wenn du halt ein bisschen verstehst, so, dann kannst du auch so ein bisschen mal die Scharlatane. Die erkennst du, was heißt Charlotte? Nee, das nehme ich zurück. Die wissen es halt auch nicht besser. Ne? Haben wir ja auch alle nur abgeschrieben. Okay, dann die Lipo-Scheiße hier. Was ist ein Joule-Dief? Dann mal die Frage gestellt: kostenlos, Akku-Rückladung, Batterie, Free Energy hier. Ne? Da war ich dann schon mir mehr sicher, dass es klappt. Ne? Und dann Magnetfelder hier nochmal ein bisschen die Erklärung von der Wicklung. Und genau, hier ist dann Erklärung. Spam für mehr Content, okay. Cool. Besser verstehen, weniger Verbrauch. Ne? Also diese halt die Erklärung, wisst ihr, dass man. Da genau, da war ja hier der Micha, den hat den Rückladepuls, hat ich glaube aus Versehen sogar, ist Ostsee. Wollten wir irgendwas messen am Schuldief oder so, und da hat er die auf die Batterie geklemmt und hat den Rückpuls gemessen. Hat auch 30 Jahre keiner gemacht, ne? Musst du dir mal überlegen, Alter. Ne? Und, na gut, 300 Aufrufe geht. Zumindest die Abonnenten haben es gesehen. Gut, und dann, ja, hier nochmal ein Vergleich. Gegen Step Up war das, glaube ich, oder so. Und es leuchtet grün, ja. Dann wieder ja die Erklärung ein bisschen mit den Magnetfeldern. Und ja, dann war ja ein bisschen, genau, dann war nochmal Induktion und Back-EMF, dass das mit der, wenn du jetzt mit Eisen oder nicht, dass das halt schon
verheerende Unterschiede sind. Ne? Wer damit rumexperimentieren, dringend dieses Video angucken. NBN dreht durch. Hier hat dann glücklicherweise Astra, ihr seht es ja auch, ihr Herzchen Astra Kader, hat mir die neue Waffe übergeben, das Ostsee. Und das war wichtig, Digga. Ne, das habe ich auch jetzt erst, also vor 2 Wochen oder so, kapiert, wie wichtig das war. Nochmal vielen lieben Dank, mein Gunnar. Ne? Weil ich da eben ein paar Messungen machen konnte, die ich mit dem alten... Der Micha weiß es noch, ne? Die ersten Pulse, Alter. Da habe ich mit dem Handy, das hat ja keine Aufzeichnung für so ein altes Handy, habe ich immer gedrückt hier, fotografieren, dass ich den Schalten... War das überhaupt mit... Ja, schlüpfe schon mit dem Handy. Na egal, hätte ich eigentlich so ein Video machen können, ne, Trottel. Den wir halt Fotos gemacht, dass ich den Puls mal sehe. Das musst du dir mal überlegen, ne? Da habe ich keine Ahnung, 50 Mal das machen müssen, damit ich eh mal das sehe. Naja, das war natürlich Katastrophe, da bin ich auch nicht wesentlich weitergekommen. Und durch ein Astra, durch das Ostsee, ging es dann vorwärts. Dann konnte ich das eh, konnte ich alles, ja, mit dem Blinker alles messen und machen und bla, ne? Da hatte ich die ganzen Beschränkungen nicht mehr und Single-Trigger und bla, ne? Machen wir weiter, ne? Gedanken, ein bisschen was dazu gesagt, ja. Hier hatte ich dann mal noch Laderegler ohne Verbrauch nachts. Und ja. Ja. Dann schon wieder Re-Upload. Das war der Doppel-Upload, ne? Das hatten wir das letzte Mal schon. Dann ging es weiter. Eigenartiger Effekt beim Jewel-Thief. Ne? Hashtag konnten wir uns noch. Also da war zumindest, ich konnte es mir noch nicht 100% erklären. Schuldi versus Ex for Free, naja gut, ne? Also ich denke, man sieht hier, jetzt ist, ja genau, jetzt seht ihr hier, Mitte letzten Jahres ist dann ein kleiner Cut, sag ich mal. Und ich habe hier repariert, den Akku gemacht, Re-Uploads. Und dann ging es erstmal hier, wie gesagt, mit dem Stapler-Akku. Jetzt machen wir mal, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich? Scheiße, noch 2 Seiten oder was. Mal ein bisschen schneller machen, ne? Dann der REM-F-Test. Ich weiß gar nicht, ob das an dem Teilnehmer- und Eingangsmessung, doch, das war, glaube ich, Premiere. Dann, na, ich weiß nicht mehr, ob das live war oder ob das vielleicht ein Re-Upload war. Nicht, hätte ich da hingeschrieben. War der REM-F-Test, ja, wie gesagt, viel Sachen repariert, nochmal ein paar alte Videos hochgeladen, viel repariert. Und dann ging's, na gut, doch, in dem Monat schon weiter. 1800% effektiver. Boah. Dann hier das berühmte Heulvideo, ne? Innenwiderstand, das war dann der genau, doch, hier haben wir den REM-F-Test gemacht, ne? Oh, guck mal hier, der böse Action. Hab ich nicht gelistet? Hab ich schon jemand geschickt? Oh nein! Wir hatten es schon gesehen, ihr Lümmel. Ich komme mehr. Kommt noch. Ne, dann war eben gesagt, der REM-F-Test, blablablub. Dann ging's hier, den Monat drauf dann schon wieder weiter. Schuldig mit Conti über Batterie, das waren so ein paar Tests und so, ne? Gleichzeitig dabei aber der REMF-Test. Dann ging es beim REMF-Test, hat man die Frage gestellt wegen den Ladeschlussspannungen. Deswegen habe ich die ganzen alten Bücher hier zum Glück, ne? So ging das dann los. Und Obsolenz in Physikbüchern, wo du sagst, da kannst du sehen, dass die Ladeschlussspannung, warte mal, das ist jetzt REMF-Test, bla bla bla. Da müsste ja hier 100 Jahre Ladeschlussspannung, genau. Dass das halt in die Bücher runterkorrigiert wurde, aus Verblödung halt, weil alle dumm sind. Und da ist halt auch wieder ein Punkt, oder da, weißt du, wo du sagen kannst, dass mir da schon klar war, Momente mal, Digga, wie die schreiben das hier auch falsch auf und das, was ist denn das für ein Quatsch, ne? Und da, dass wir da eben nochmal hingucken müssen auf alles, ne? Gut. Der weiße Hase Murphys, Rede sollte jeder kennen, genau. Der coole Charlie Weltneuer, das war dann das Ding. Ist jetzt der REMF, ne? So, und dann hier Jewel-Thief, neue Schaltpläne. Wann war denn das? Oh, guck, da war dann hier schon ein bisschen Pause und ne, ein bisschen paar andere Sachen, da, wo, sag ich mal, ich auch viel gelesen habe. Also, das war die Zeit, so MIT-Vorträge, den ganzen Mist mir reingezogen. Ne? Also, mich halt weitergebildet auf dem elektrischen Gebiet, was ich euch gesagt hatte, dass ich eben ein bisschen die Begriffe lernen muss. Oder damit ich halt weiß, was, ne? Kannst ja nicht irgendwelchen Müll immer erzählen. Ne? Gut, ist jetzt nicht besser geworden, aber das hat sich stets bemüht, ne? Müssen wir mal hinten auf den Zettel schreiben, dann gut, machen wir weiter. Ja, wir Forum überflogen, gut, das ist, dann hat man hier ein komisch, das ist nicht ganz so wichtig, das ist immer scheiße eigentlich.
Das zum Sonntag auf den Mond geht es nicht, gar niemals nicht. Da hat man dann auch schon, wo du sagst, ja, da ist was, ne? Step Up versus Action for Free, True Deep, ging es dann schon weiter. LEDs doppelt so hell betreiben, blablabla, weil das alles so irgendwo noch eine Erkenntnis oder auf dem Weg eben dorthin, ne? Immer noch, muss man dazu sagen. Jetzt kriegen wir mal die nächste. Okay, hier haben wir jetzt hier Shadowban und den Müll, da abschalte ein bisschen, ja, Marvel gegen die YouTube-Richtlinien waren, also ich vermute, dass ein paar Kommentare von mir waren, die dafür gesorgt haben, dass YouTube gesagt hat, ne, da war böse. Gut, ne, kann man sich jetzt hier, muss man sich auch nicht geben, ne, und dann, ja, war ein bisschen Pause, sage ich mal. BMF-Charger hier nochmal. Und. Hä, so erst, genau, ersten 10. ging es dann wieder ein bisschen weiter, Rückpuls oder doch nicht. Ne, haben wir uns das Ganze nochmal hinterfragt zum Prüfen, bla bla bla. Dann wieder ein bisschen, was ist Action Free? Mehr ist nicht immer weniger. Ne? Das ist so, das quasi, es zeigt euch an, dass mehr Verbraucher in Wirklichkeit ist weniger. Und ihr seht auch noch mein Gesicht. Ne, das war noch, also, NBN Spülfilm. In dem Innen ist drin, ich glaube, in dem oder Nachspülung, wo Achim, da war eben Achim da, der kennt sich auch übel aus, und hatte dann die Vermutung, dass eventuell ein Radiosender bei uns hier mit reinstrahlt und der zum Teil die Effekte macht. Ne? Das haben wir da erfolgreich widerlegt. Ne? Ja, dann ja, ne, wie gesagt, ein bisschen Ausflug, bla bla bla. Und jetzt pass mal, wir machen jetzt mal weiter. Auf was ich eigentlich hinaus will. Nochmal ein bisschen Batterie, dann mit dem Lithium-Scheiß. Oh, hier, genau. Hier ging es dann schon ans Eingemachte. Und zwar den, dass der Re-EMF oder allgemein dieser Back-EMF, blablabla, dass das ein komplettes Verständnisproblem ist, das zurück in negativ übersetzt wurde. Ne? Und das ist es gar nicht. Zurück müssen. Ja, die Deutschen haben es halt anscheinend erfunden, weil, wenn das der Ami ist, wenn die alles erfunden, wieso haben die dann den Fehler da drin? Ne? Ne? Da merkst du schon so ein bisschen was. Gut, ich denke, die haben es halt nach dem Krieg geklaut und nicht verkapiert. Ne? Beweisführung, 100 Jahre Induktionsgesetz, nicht kapiert. Gut, dann ein bisschen Spaß hier, Besen sein Vater, das war lustig. Hier haben wir dann mal einen Podcast gemacht. Über den Rückpuls, der ist auch ganz gut. 100 Likes, 100% Likes, ne? Finde ich selber auch gut, ne? Da sind viele Sachen aus der Zeit damals, die ich halt das davorhergehende dann so ein bisschen drauf eingehen, was wir damals gedacht haben und bla bla bla. Ne? Verschwundene Clips, da ging es um die 100 Jahre Ladeschlussspannung. Warum das Video nicht aufzufinden ist. Mittlerweile ist es, glaube ich, aufzufinden. In dem Video seht ihr noch, dass es damals nicht aufzufinden war. Gut, Solar, ein bisschen Reparatur, blablabla. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssten wir ja an der letzten Seite fast sein. Die Lithiummüll noch, ein bisschen NBN. Was ist der effektivste Step Down der Welt? Oder ein bisschen, ne, das sind halt so ein paar Sachen gebaut und so, um eben zu prüfen, zu testen, hin und her, ne? Ja, Kapitalismus, reparieren. Okay, das war. Genau, hier ist die Nachspülung. Ich glaube, nee, das war der. Guckt mal hier, hier ist das, glaube ich, mit denen, dass nicht ein Radiosender mit reinstrahlt. Ist ein bisschen versteckt drinnen, aber das war halt in dem Besuch. Das ist keine Absicht oder so. Es ist halt da drinnen jetzt. Ne? Gut, dann Update Schuldi. Das war dann jetzt schon Anfang des Jahres. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Keine Ahnung, egal. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier nochmal kleiner, ne, unsere PV-Geschichte rück, ja, das hat jetzt nichts damit zu tun. Dann wieder das, bla bla bla. Doppelter Verbrauch. Wartet. Da ist jetzt erstmal hier. Erstmal nicht, da haben wir ja Balancer noch gemacht, ne? So, jetzt müsste es doch langsam. Hier, was ist Back EMF? Zensur schon vor Hitler, genau. Hier ging es dann. Wann war denn das?
Naja, 3.7. dieses Jahr. Hier ging es dann so wieder quasi von den zwei Seiten Videos, die ich jetzt fast gesehen habe, wo das Thema mal weg war, war eben auch wieder eine Pause zum Thema, weil ich mich ja weiterbilden musste, so, ne? Und kapieren und blablabla. Und das sind halt dann wieder solche Sachen dabei rausgekommen mit den elektrifiziert und blablabla. Genau. Da war auf der Seite nämlich gar nicht weiter. Und dann sind wir ja schon fast aktuell, ne? Der BGMF, der echte, hä, wie kann das jetzt leuchten? Und naja, ne, dann gibt es etwas, was nicht gelungen ist. auf jeden Fall, hier war dann schon, hier war es mir auf jeden Fall schon klar. Ja, schlimme. Ja. Also ganz genau kann ich das auch nicht mehr sagen. Aber hier war es dann schon klar, ne? Deswegen dann auch so ein bisschen, ob das jetzt hier alles richtig ist, fragt mich nicht, probiert selber. Kann ich euch auch nicht sagen, ne? Dann habe ich aber erstmal entschieden, das habe ich auch immer wieder gesagt gehabt, dass wir dann erstmal jetzt die Schwingstufe machen, ne? Weil eben, weil die noch da lag und im Nachhinein war es so besser, die zu machen, weil jetzt ist, eine ist jetzt glaube ich noch da und die ist so kaputt. Weil ich ja den Trafo zerkloppt habe. Wo ich meinen Hammer. Ne? Also Schwingstufe, ihr seht es jetzt, die sind noch nicht gelistet, ich werde die jetzt alle wieder öffentlich machen. Weil drauf geschissen, ne? Gut. Kurzschluss, blablabla, ne? Und dann sind wir ja hier DC Schwingentladeklaus, ne? Das ist quasi hier, da hatte ich nochmal einen Re-Upload gemacht oder was ich noch auf dem Handy hatte, von ganz am Anfang, ne? Wo hier, wo das noch nicht mal Jul-Tief und blablabla hieß. Ich hoffe, ihr kriegt das zusammen. Hier ist auch nochmal eine kleine Zusammenfassung, ging einfach mal 3 Stunden, ne? 100% leicht. Ja, moin. Danke. Grüße gehen rein. Ja, war ja auch nur, das ist ja unsere Geschichte, ne? Hier zusammen. Gut, ich habe mich, glaube ich, zu nah ins Mikro gequatscht. Scheiße. Dann Rehm, Firma im Sack, das war natürlich im Nachhinein jetzt gesehen etwas sehr Gutes, was passiert ist. Weil ich damit eben, ja, wieder frei war, sag ich mal. Ne? Und ich mich dann entschieden habe, oder mich erinnert habe. Nee, 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 nee. Aber da kommt noch was dazu. Das will ich noch nicht. Weißt du, also, das war ja viel, viele Jahre im Plan. Manchmal verliert man auch im Fokus vielleicht ein bisschen und hin und her. Und mit den Firma-Dings, mit den Cut mit der Firma, ist mein Fokus wieder zurückgekommen. Sofort. Und natürlich danken NBN. Das muss man wirklich, also das muss ich nicht sagen, da bin ich stolz drauf, das zu sagen. Ne, also, vielen lieben Dank nochmal für alle, die da auch mal ein kritisches Wort an mich hatten und so. Ne, das ist angenommen worden. Gut. Elektrik-Trick. Gut, dann sind wir hier, Schwingstufe, sind wir, dann seid ihr jetzt aktuell. Wollte ich einfach mal eigentlich mit auf den Weg geben, dass du eben nicht früh aufstehst und hast da Null-Welt-Instruktionen und kannst alles erklären oder was weiß ich. Ich meine, ich kann auch nicht alles erklären. Ne? Wir haben das uns jetzt dann so, wie wir uns das denken, ob das alles richtig ist. Also wir wagen uns ja fast gar nicht, noch irgendwas dazu zu machen, weil es eben. Ne, nicht, dass wir einander was falsch erzählen oder falsch zeigen oder ein Experiment falsch interpretieren oder oh, das ist so ein Wahnsinn, Leute, glaubt. Also probiert selber, immer sehen, ne? Und ja, ihr seht das jetzt, ne, dass ich das aufnehme, bevor die Premiere von 100 Jahre Induktion falsch verstanden hochgeladen ist. Wie gesagt, schaltet jetzt die Videos frei. Sei so gewesen an der Stelle. Ich hoffe, euch bringt das dem einen oder anderen was so von netter Weg. Und ja. In diesem Sinne, vielen lieben Dank auf jeden Fall für alle, die den Weg mitgegangen sind, den ganzen Wahnsinn, ne? Und wir haben immer dran geglaubt, ne? Und naja, hat sich jetzt hat sich halt mal aus. Gut, in diesem Sinne, lasst knacken, viel Spaß beim Basteln, haut die Leute Golben an und denkt immer dran, lasst euch nicht verarschen und verarscht euch nicht selber. Tschüssi!